Willkommen zu einer weiteren Folge Raid am Mittwoch und wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Ihr wisst, dass der Schlüpfmarathon ist vorbei, das Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli Event ist vorbei und da ist natürlich wieder viel passiert. Das wollen wir euch alles natürlich zeigen, was sich wieder bei uns und unserer Community abgespielt hat. Aber getreu nach dem Motto, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, geht es jetzt los. So, wir fangen dann gleich mal an, denn der Lukas hat hier ein Cresselia gepostet mit 98% und da war ich auch dabei. Ich glaube, das war wirklich der erste Cresselia Raid, den wir gemacht haben und er hat es einfach beim ersten Raid, im ersten Ball eingetütet mit 98%. Er hat eigentlich ausgesorgt für den restlichen Monat, kann jetzt eine ruhige Kugel schieben. Ich meine, das Teil ist jetzt nicht so krass, kommt ja auch nur auf 2,8. Aber trotzdem ein gutes mit guten IV möchte man ja trotzdem auch mal gerne mitnehmen. Deswegen Glückwunsch hier an Lukas, der das gleich bekommen hat. Dann habe ich ein wildes Giflor gesehen. Mal wieder. Nein, das ist extrem selten eigentlich. Aber immer cool, wenn man mal eine Endentwicklung von einem Pokémon wild findet mit 1555 WP. Wollte ich auch mal mit reinnehmen. Überall sind natürlich die Evolis gespawnt. Und die Pikachus, es gab so viele Shiny Evolis wieder, man dachte schon fast, es ist C-Day. Da ich zum Beispiel hatte einen Shiny Evoli auch bekommen, dann bin ich wieder rumgelaufen, habe Eier gebrütet. Wie soll es anders sein? Natürlich wieder Knackleon aus jedem zweiten Ei. Nicht aus jedem siebten, aber aus jedem zweiten. Aber ein 98%iges mit 15,15. Das nimmt man natürlich gerne mit. Ein 100er wäre natürlich noch besser. Dann könnte man da endlich einen Strich dahinter machen. Aber nein, da fehlt noch ein bisschen was. Gleich hinterher gab es ein Traunfugil, auch mit 98%, aber leider nur 14 Angriff. Dann habe ich auf meinem zweiten Account ein Shiny Magnetilo bekommen und obwohl überall wirklich Magnetilo rumgesessen haben, scheint das Teil wirklich trotzdem extrem selten gewesen zu sein, denn bei über 10.000 Gefangenen vielleicht ein Shiny Magnetilo dabei, das sagt schon alles aus. Kurz danach, hinterher, gab es auch gleich noch ein Shiny Traumato, wie ihr hier seht. Und beim Psychospektakel habe ich leider keins bekommen. Jetzt auf dem zweiten Account ist eins drauf. Freut mich natürlich, im Schlafanzug, wie man immer sagt. Sieht cool aus mit seinem Rüssel. Und mein Mädchen hatte auch Glück gehabt. Hat einfach mal ein Snubbull angedrückt und wusste gar nicht, dass es das überhaupt als Shiny gibt. Hat ein Shiny Snubbull also bekommen, Wetter geboostet auch, mit 660 WP, da hat sie sich riesig gefreut. Terrorzicke zeigt uns hier, wie ein Shiny Slimer aussieht. Sie ist auch mal fündig geworden und hat ganz ohne was natürlich noch ein Shiny Slimer bekommen. Die saßen ja auch überall verteilt rum, aber hab von keinem großartig gehört, dass da jetzt Slimer aufgetaucht ist. Vom Thorsten habe ich damals eins bekommen. Dankeschön nochmal dafür. Jetzt ist hier wieder eins aufgetaucht. Auch coole Sache natürlich. Xtreme hat uns hier mal gezeigt, wie die Pokémon aussehen, wenn sie in der Simpsons-Edition gezeichnet werden. Also wenn ihr hier drauf schaut, das sind alles bekannte Simpsons-Charaktere, die herangezogen wurden, um daraus irgendwelche Sachen zu machen. Kann man sich in Ruhe mal angucken, gibt's im Internet, zeige ich euch hier nicht, verlinke ich auch nicht, ne? Aber fand ich lustig, das Bild natürlich. Dann habe ich ein 96%iges Cresselia bekommen, aber ich glaube, das war auch nur auf dem zweiten Account. Oder ich bin jetzt komplett plemplem und kann mich einfach nicht mehr erinnern, auf jeden Fall. Ein 96er ist zwar nicht so krass wie das 98er vom Lukas, aber kann man ja mal mitnehmen. Linsira hat natürlich wieder, die hat so ein Glück, das kann man, die hat mit Shinies Glück, die hat beim Brüten Glück, also die geht immer richtig ab. Letztens war es noch der Schocker der Woche, ein 100% Meltan aus der Forschung, beziehungsweise war das andere ja aus der Box. Aber sie hat jetzt ihre Forschung abgeschlossen, man sieht, Level 15 ist das und sie kriegt einfach aus der Spezialforschung ein 100% Meltan mit, was dann auf 3819 erreicht. Gut, sie ist jetzt noch nicht Level 40. Ihr seht deswegen die Max-WP auf Level 39. Da geht also noch was. Und das würde ich natürlich entwickeln und hochziehen, denn das ist was ganz Besonderes. Dann war es soweit. Ich habe mein 100% Lucky Electek entwickelt und ein 100% Lucky Ele Voltek draus gemacht.
was dann auch die 3000 geknackt hat. Finde ich auch ein cooles Teil, sieht gut aus, macht in der Arena einen guten Eindruck. Sieht nicht so Danny DeVito-hoft aus wie das Rihonjo. Dann ich zeigt uns noch, wie ein 100% Traunfugil aussieht. Hat das sicherlich auch gebrütet. 15, 15, 15 und die Schrift ist extra groß. Also für Leute mit Sehschwäche, so wie mich, natürlich bestens. Da habe ich leider auch noch keinen 100er, aber einen 98er. 100er wäre auch noch cool, kann man ja jetzt auch noch mal weiterentwickeln. Deswegen, vielleicht habt ihr ja auch einen 100er bekommen. Letztens war auch das Thema in der anderen Folge, dass ich ein Shiny Dratini aus einem 10er-Ei bekommen habe und war übelst gehypt, da ich noch nie einen Shiny direkt aus einem Ei bekommen habe, außer bei den Baby-Pokémon, aber ansonsten noch nichts anderes. Und gerade Dratini finde ich als eines der süßesten und coolsten Shinies, die es überhaupt gibt. Dieses zarte Rosa finde ich jedes Mal so genial und hat mir Lincoln Networks natürlich gezeigt, dass er ja auch eins hat und erst gebrütet hat. Nämlich in Meiningen hat er das Ei aufgesammelt, hat auch eins gebrütet und ich glaube, seins ist sogar besser als meins. Ich habe bei meinem gar nicht auf die IV geachtet, aber coole Sache natürlich. Da seht ihr also, es ist alles möglich. Immer schön Eier brüten, nehmt den Sternstaub mit und vielleicht ist auch mal ein Shiny dabei. Dann Linzierer wieder, wie soll es anders sein, hat natürlich auch noch sich ein Shiny Evoli gegönnt. Hat sich gleich noch ein Traumado hinterher gegönnt, also darauf hat sie ja schon ewig gewartet, auf den Schlafanzug. Typisch Andy hat ein Magby gebrütet, mal ein normales Magby, aber dafür ein 100er, natürlich auch coole Sache. Ich habe leider kein so gutes, deswegen warte ich da auch noch mit dem Entwickeln. Wenn ich ein 100er hätte, hätte ich das Magbrand natürlich auch gemacht mit seinen dicken Schlauchbootlippen. Aber da werde ich noch ein bisschen weiter sammeln oder tauschen, vielleicht ergibt sich da noch was Gutes. Sick hat uns gezeigt, wie ein Shiny Tamsa aussieht und das ist auch richtig cool. Eins auch der coolsten Shinies mit, das triste Grau ist fort und ihr seht, das ist einfach ein, ja, Hellbronze, Gold. Man kann ja gar nicht Gold sagen, Gold finde ich, doch es ist Gold. Wir sagen einfach, es ist Gold. Es hat eine richtig krasse Bierfarbe auf jeden Fall, auch richtig cooles Shiny. Die Heike, ganz unverhofft auf dem Marktplatz, hat auch einen Schlafanzug gefangen, wie man sieht. Finde ich auch, coole Sache natürlich. Und weiter geht's mit einem Tarnell, 100% Glücks-Pokémon in Shiny. Also das ist ja schon wieder over the top. Eigentlich müsste das schon der Schocker der Woche sein. Aber das ist auch nur bei Dianchen auf dem Account gewesen, hat uns Lukas hier gezeigt. Dianchen, wisst ihr alle, meine Erzfeindin, die immer meine Arena zu Hause bekämpft. Aber nee, das ist natürlich, letzte Zeit ist es auch sehr ruhig. Nachdem sie das Tarnell getauscht hat, hat sie sich wahrscheinlich zur Ruhe gesetzt. Aber coole Sache natürlich, ein 100% Tarnell ist schon genial als Lucky, aber ein Shiny noch dazu. Das ist nochmal eine Schippe seltener, hat nicht jeder. Der Tobi hat auch seinen Meltan bekommen, hat ein 91%iges bekommen, hat er uns hier gezeigt. Mein Mädchen hat natürlich auch Eier gebrütet, um die Aerodactyl-Quest zu abzuschließen. Hat auch ein Shiny Aerodactyl bekommen und das wurde jetzt während des Events ja auch häufiger rausgehauen, wie ich gehört habe. Dann dieser Moment an dem Foto, man denkt erstmal, ein Schuppet mit 13 WP, was ist da jetzt so Besonderes? Aber der traurige Smiley dazu, denn sie hat einfach null Bälle gehabt. Sie konnte einfach nichts mehr fangen und dann saß das da und hat gedacht, okay, kann man nichts machen, Bruder muss los und dann ging es weiter natürlich. Linzierer weiter mit einem Shiny Pikachu, was sie uns hier wieder zeigt, weil wie gesagt, bei Shinies hat sie eigentlich relativ oft Glück. Hat auch hier noch ein Elekid gebrütet mit 98%. Leider keinen 15 Angriff, aber vielleicht, ich denke immer noch, dass man irgendwann die IV vielleicht doch verbessern oder trainieren kann, dass man sich die ganzen Teile zu 100 macht. Oh, hier, der Panzer läuft unten vorbei. Die alte Socke. Dann habe ich ein bisschen getauscht mit typisch Andy, weil ich gucken wollte, dass ich die Baby-Pokémon alle vielleicht mal als Lucky bekomme. Gab es dann ein 93%iges Rabauz.
Leider wird das natürlich nicht zu Lucky Capoeira, weil das mir noch gefehlt hat. Die anderen habe ich schon, aber cool, dass das Baby jetzt auch da ist. Genauso wie ein Togepi habe ich da auch von ihm bekommen als Lucky. Das ging gut ab. XFran27 und du seid jetzt beste Freunde. Da bin ich auch aufgestiegen. Gab es wieder 200.000 Erfahrungspunkte dazu. Grüße gehen raus oder auch nicht. Die mag ja die Videos eh nicht. Dann ist der Isma aufgestiegen auf Level 40. Da nochmal Grüße raus an den Dicken, ne? Ihr wisst Bescheid, auf die Dicken jedes Mal. Nein, ich trinke jetzt nicht, weil man macht das nicht. Ich rauche auch nicht. Ich rauche ja sowieso nicht, aber egal. Dann Linzira zeigt uns nochmal Yes. Denn auch sie hat ein Shiny Magnetilo bekommen. Und wie gesagt, die Dinger sind wirklich so selten gewesen, meiner Meinung nach. Ich habe da auch nicht im Internet großartig Posts gesehen. Andere Sachen, da wurden 2 Millionen am Tag gepostet, aber Magnetilo, das hat kaum einer gezeigt. Dann war es mal wieder soweit, der Arena-Vernichter war unterwegs. Was zur Hölle geht jetzt hier ab? Alle Arenen waren auf einmal weiß, überall sind alle Leute rausgeflogen. Also das war richtig heftig, das gibt's öfters mal, aber jeder wie er möchte, ist ja nur ein Spiel, ne? Muss man jetzt nicht gleich ausrasten. Dann habe ich ein weiteres Glücks-Pokémon bekommen als Baby. Ich glaube, das war auch vom typisch ähnlich, und zwar ein Pichu mit 98%. Das ist natürlich cool. Lukas hat noch ein bisschen getauscht, wie man unten sieht, mit Peter Ludolf und hat seinen Ninja-Tom einfach mal zu einem 98%igen gemacht. Kann man natürlich auch machen. Dann gab es wieder Boxen. Ihr seht, 0 heißt, man kann sich die nächste Box rübertauschen, beziehungsweise die Box ist ja schon da, aber ihr müsst sie noch aktivieren durch einen Transfer von Pokémon auf... Von Mann, Junge, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich wieder am Anfang. Ich melde mich gleich zurück, wenn ich die Dinger durchgescrollt habe, dass ich wieder da bin, wo wir hin müssen. Ihr müsst also ein Pokémon wieder auf die Switch übertragen. Dann könnt ihr die nächste Box öffnen und fleißig Weltern farmen. Bam, genau. Und das war soweit. Diesmal am Dienstag haben wir das, glaube ich, alles gemacht. Oder Montag? Nein, am Montag. Am Montag habe ich da Marco im Krankenhaus besucht. Der hat mir da die zweite Box gegeben. Danke dafür natürlich nochmal. Da gab es wieder fleißig Meltan zu sammeln. Dann hätte ich es auch fast geschafft, meine 50 Kilometer voll zu machen. War dann aber zu Besuch bei meiner Mutter und habe mich da keinen Millimeter mehr bewegt. Deswegen haben die 900 Meter immer noch gefehlt und es hat wieder nicht gereicht. Hornswoggle zeigt uns nochmal, der hat auch einen Shiny Magpie bekommen. Die sind ja auch relativ häufig jetzt aus den Eiern gekommen. Ich habe ein Shiny Ammonitas bekommen. Finde ich natürlich auch sehr cool mit diesen Glubschaugen. Das fehlt mir auch noch in meiner Sammlung. Ich habe leider nur ein Amoroso. Dann Hornswoggle, der Mama auf den Großen gefangen. Nur ein weiteres Shiny Pikachu. Das ist auch wieder ein Shiny Zwirlicht. Und das war wieder ganz besonders, denn das kam bei mir auch aus einem Zweierei. Einfach gebrütet. Und vorhin hatte ich es noch mit dem Dratini, was so unverhofft kam. Und beim Zwirlicht war es mindestens genauso. Das Ei geht auf, der Glitzer funkelt überall rum. Und ich denke mir, oh mein Gott, was ist da denn los? Ein Shiny Zwirlicht gebrütet. Dann Lukas hat auch ein Shiny Ammonitas bekommen. Seien sie sogar richtig aggro. Also, das passt zu ihm. Auf jeden Fall Grüße raus an Lukas für seinen Shiny Ammonitas. Der Bockwurst-King auch ein weiteres Shiny Aerodactyl bekommen. Dann habe ich natürlich noch ein bisschen weiter mit typisch Andy getauscht. Nicht nur die Baby-Pokémon. Ich habe mir auch ein paar Shinies von ihm geben lassen. Und er hat dafür ein paar Rayquaza bekommen, weil er sich dann eine ganze Armee aufbauen wollte. Habe einen Shiny Forstelga mir ertauscht. Und das ist dann auch Lucky geworden. Jetzt sieht es nicht nur golden aus und knuspern, sondern der Hintergrund passt auch dazu. Coole Sache. Und wie ihr seht, ich habe ihm, wie gesagt, Rayquaza gegeben. Hat er natürlich einen Lucky Rayquaza bekommen, weil beide Teile ja immer Lucky werden. Hier seht ihr es nochmal groß. Dann bin ich aufgestiegen mit Cinderella. Wir sind auch beste Freunde geworden. Auch Grüße daraus. Und nochmal an den dicken Isbo, der bestimmt jetzt daneben sitzt und die zusammen das Video schauen. Linzira hat ein Pikachu gepostet mit 0%, wirklich 0 Angriff, 0 Verteidigung, 0 KP. Finde ich richtig cool, da hatte ich ja damals auch eins mit diesem schwarzen SS-Cabby. Aber 0% Pokémon sind immer noch die geilsten und auch am seltensten natürlich.
Dann Linsira wieder mit einem 100% Glücksmagnetilo und da bin ich ja richtig neidisch drauf, weil das kann man ja auch jetzt nochmal weiterentwickeln dann von Magneton zur Magnetzone und da fehlt mir auch noch ein richtig gutes, das Problem hat sie jetzt natürlich nicht. Level ist nicht das krasseste, aber durch das Lucky spart sie natürlich, wenn sie das hochziehen möchte. Der Tobi hat auch einen. Vorhin habe ich noch gesagt, die sind so selten und jetzt hat einfach jeder eins. Aber er hat nicht nur eins, er hat es auch entwickelt, sein Shiny Magnetilo zu einem Shiny Magneton. Und das sieht noch genialer aus als das Shiny Magnetilo überhaupt. Und wie Magnetzone dann aussieht, das geht ja überhaupt nicht, Mann. Also bin gespannt natürlich. Was daraus noch wird, da bräuchte man schon wieder 3 Stück, wenn man jedes auf der Hand haben will. Wo soll das noch hinführen? Der Andreas, der Horsti, Grüße gehen raus, der hat sich noch ein Ditto getauscht und hat einfach mal ein 100% Glücks-Ditto bekommen. Und Ditto, ich ärgere mich immer noch, dass ich damals das 100er verpasst habe. Lukas hat es mir schon 20 Mal wieder unter die Nase gerieben. Danke dafür, du Arsch. Joa. Und dann natürlich wieder bei typisch Andy, da mir das Glücksrabauz hatte ich ja nun mittlerweile, aber mir hat immer noch ein Glückscapoeira gefehlt, habe ich bei ihm einfach mal eins entwickelt mit WP, den besten Wert, damit es ein Capoeira wird und habe das Capoeira einfach mal gegen was Altes getauscht, obwohl wir beide schon über 10 Luckys haben, aber es hat trotzdem geklappt, dass das einzige Capoeira, was er hat, Lucky wurde bei mir beim Tausch, also so muss man es machen. Das war's jetzt von den Kleinsachen. Wir wählen uns gleich nochmal zurück zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche ist diesmal was ganz Krasses, denn passend zu den Shiny Pikachus, die überall auftauchen, habt ihr hier ein Shiny Pikachu 100% Lucky mit SS-Cappy. Und das vereint so viele Dinge in einem, also... Das ist wirklich eine ganz krasse Sache, eine ganz coole Nummer. Das würde ich auch niemals entwickeln. Das würde ich auch einfach so lassen, wie es ist. Das Ganze war von Martin Steinkamp. 100% Shiny Pikachu als Glücks-Pokémon mit der Designer-Cabby. Richtig coole Sache. Grüße gehen raus. Und ja, das war's also von dieser Woche. Wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht. Am Wochenende ist ja dieser Community Day bzw. das Community Wochenende. Da wird es wahrscheinlich wieder 10 Millionen Shinies regnen, überall her. Und vielleicht sind da auch ein paar Hunderter dabei oder ein paar andere krasse Sachen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Melden uns dann nächsten Mittwoch wieder zur nächsten Raid am Mittwoch Folge. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.